Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Mario und Rabbids Sparks of Hope Part. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in Kakmaltal angekommen und jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns hier ein bisschen weiter umsehen. Wir haben hier eine sehr, sehr große offene Fläche. Also das Spiel ist sehr freizügig, wo wir lang sollen. Will ich damit sagen. Okay. An der Skulptur fehlt ein Stück. Da oben ist das Stück. Da unten ist die rote Münzen-Herausforderung. Ich würde sagen, wir machen mal erst die Statue. Müssen ja auch die ganzen Nebensachen hier alle erledigen. Weil wir auch das Planetentor besuchen wollen. Ist das Borstellas Haus? Nee. Hier ist einfach nur mal Meteorit eingeschlagen. Hier war obvious, das was da ist. Ich würde eigentlich auch sagen, hier ist irgendwas. Wir kriegen hier bestimmt auch noch eine neue Fähigkeit für Beepo irgendwo. Weil es gibt ja noch eine Sache, die wir noch nicht machen konnten, nämlich diese Kreise, die sich ständig auf dem Boden rumtummeln. Und ich gehe mal davon aus, dass wir hier die Fähigkeit herbekommen, dass wir damit irgendwas machen können. Das gehört darüber. Hier ist ein Weg, der gleich rüber führt. Da, die Dinger meine ich. Oh, guck mal, da ist eine Ultraheilung. 70 oder 100%? Ja, nur 70. Es gibt noch eine bessere Truhe. So, wir haben hier jetzt den Weg frei gemacht, damit wir hier den Schalter drücken können. Gehen denselben Weg wieder zurück, den wir jetzt gerade gekommen sind. Mehr oder weniger. Guck mal, hier wäre auch nochmal ein Schalter gewesen. Darf ich hier runter? Irgendwie muss ich doch an diese Münzen herankommen. Ach, hier ist eine Leiter. Danke. Auch wenn die Münzen jetzt nicht so wichtig waren, einsammeln wollte ich sie trotzdem. So, und jetzt mit dem Teil einfach hier rüber und dann die Statue einsammeln, ne? Dann haben wir es doch. Und das ist dann wahrscheinlich wieder eine Planetenmünze. Yep. Hätten wir das auch geschafft. So, jetzt kommt die rote Münzen-Herausforderung. Ja, haben sie. Und ansonsten ist hier wahrscheinlich nichts. Ja. Was ist denn das? Ich habe diesen Dingen immer misstraut. Ich bewahre meine Münzen lieber in Röhren, Blöcken und an anderen schwer erreichbaren geheimen Orten auf. Jetzt sitzt einfach in dem Sparschwein drin.
Soweit ich weiß, was es mit diesen Kringeldingern auf sich hat, ne? Ich sammle die alle ein. Aber die meisten wahrscheinlich eher offscreen. So, die rechte Seite haben wir dann soweit abgeschlossen. Ach, warte mal, hier muss ich nochmal kurz zurück, weil da kann man hier lang und Toadette retten. So, hier muss ich irgendwo nach rechts können. Da. Nach rechts, nach links. Ich muss wieder den Bereich erreichen. Okay, hier ist direkt so ein Knecht Ruprecht vor meiner Nase. Den sollte ich ja easy ausschalten können. So, weg damit. Ach, das ist eine Donnerbombe. Ich habe mich ja beim letzten Mal gefragt, was das für eine Bombe ist. So, die ich konnte ich abschießen. Wir haben jetzt zwei verschiedene von denen. Der sich aufpowert und der alles einfriert. Da gebe ich erstmal zweimal so eine mit. Dann lasse ich das Feuer riechen. Und das macht saftig Schaden. So, jetzt gebe ich dir eine mit Luigi mit. Und hoffe mal, dass sich das umbringt. Yep. Viel zu leicht. Und tschüss. Doch nicht. Lebt noch. Aber den kann ich ja umgrätschen. Die Mission ist auch irgendwie wieder ein bisschen billig. Ja, komm näher. Sehr schön. Hat zweimal eine Breitseite von mir bekommen. Kumpel, ich will, dass du näher kommst. Tschüss. Easy. Dass die da oben spawnen, hätten, juckt mich herzlich wenig, ne? Also wirklich wenig. Ja genau, schmeiß deinen Kumpel runter. Das wäre wunderschön. Zack. Hab ich mal umgesehen. Wäre das schön, wenn die aneinander stehen und ich da einfach den Meteor reinjiete. Jetzt müsste ich diese Alien-Fähigkeit auf Rebella haben. Ist mein Feuer. So, ich friere euch mal ein, ne? Oh yeah.
Minus 1. Schön ist, durch das Eis kommt er nicht näher. Ja, stellt euch alle in eine Reihe. Ich werde ja so reintreten. Na los. Gut. Na dann, Feuer frei. Boah, so viel Schaden. So, wir machen das jetzt ganz verwegen. Erst einmal die Eiszeit für euch alle. Dann einmal so, dass es alle trifft. Den gebe ich noch eine mit. Und jetzt mache ich einfach Träger drauf, die alle. Hier gibt es nichts mit Wehren. Sayonara! Ich habe ihn noch vorher aufgeräumt. Hier lebt gar nichts mehr. Nope. Ich hätte auch vorherige Runde schon beenden können. Aber ich wollte hier aufräumen. Damit wird Odette gerettet. So, jetzt müssen wir da links einmal runter. So, dann gehen wir hier mal runter. Ach, jetzt soll ich den Oberlehrer unbedingt verprügeln. Ich lese überleben. Wartet einen Moment. So Leute, ich habe mal eben kurz den Schwierigkeitsgrad um einen runtergehauen. Ihr könnt euch bei mir beschweren, so viel ihr wollt. Wenn ich da Überleben lese, da habe ich wenig Lust drauf, um ehrlich zu sein. Weil die sind so auch so zum Kotzen, die Überlebensmissionen. Und tschüss. Loser. Hier unten habe ich jetzt mal nichts geboostet. Ja genau, bleibt da oben. So, ich habe mich jetzt mal dazu entschlossen, nicht da oben anzugreifen, weil da kommt ja irgendwas aus dem Portal raus. Die Portale spawnen immer genau bei mir. So, friest meinen Donnersturm, ihr beiden da. Ich hoffe mal, das vernichtet hier den vorne mit.
Yep, hat's. Komm mal näher. So, jetzt verheiße ich euch einfach beide. Oh, die Spark-Energie hat sich aktiviert. Das heißt, ich kann noch mal angreifen. Jetzt habe ich aber den Oberlehrer an. Der ist auch schon mal gut beschädigt. Das ist sehr schön. Ich finde es ekelhaft, wie diese Portale spawnen, ne? So, frisst den Flammenregen. Danke, hier oben will ich sogar sein. Sehr nett von dir. So, kommen dann nur die Dicken raus? Nee, da kam auch ein Oberlehrer jetzt mal raus. Ich habe die sicherheitshalber einmal geheilt. War die richtige Entscheidung. So, zack. Gute Kombination, treten und gleichzeitig das andere. So, auf dass du schön weit weg gehst. Natürlich stehst du genau neben mir. Verreck! Einmal eine Runde Pause. Noch einer von denen. Ja, da oben gehe ich jetzt eh weg. Ja, Victory würde ich mal sagen. Ich habe keine Begründung, zu denen zum Kämpfen hinzurennen. Gut, einer von denen trifft, aber das passt schon. Solange der Rest nicht trifft, ist alles in Ordnung. Guck mal, selbst so ist das noch schwer. Und erledigt. Danke für die Planetenmünze. Okay, gut. Und die Turbo-Sternschleuder. Ja, die sieht schön aus. Okay, den Bereich hier hätten wir dann auch. Ich sehe ein Rätsel. Okay. Erstmal komplett runterspringen. Ich nehme an, die muss da hoch. Jetzt kann ich mir gerade nichts anderes vorstellen damit. Das Teil gehört da rein. Was habe ich da aufgemacht? Ach, dass ich hier wieder an den Anfang kann. Oder wie?
Ja, dass ich darüber wieder hoch kann. Okay. Jetzt bin ich durch die einen Dinger hier durchgetroppt. Ich gucke erstmal links. Hier ist auch noch runtertroppen. Da ist jetzt offen. Na gut, dann einfach das hier wieder zurückdrehen. Da hinten runterjumpen. Wieder zurückdrehen und dann habe ich es eigentlich. Hätten wir hier das Rätsel auch geschafft. Ist okay. Ist auf der Seite noch ein Rätsel? Oder zumindest irgendwas, das verdächtig wirkt. Hier ist eventuell noch was. Da ist auf jeden Fall ein Finsterzeit-Ding. Aber da unten, da ist, da sehe ich jetzt nur eine extra Raserei. Die hole ich mir nach der Folge. Oh, ich sehe die nächste dummbarsche Herausforderung. Wo ist der Typ? Was ist der Rekord? 8. Okay, bei dem Sturm macht er es eh nicht. Hier müssen wir später nochmal hinkommen. Hier auf der linken Seite ist auch nochmal ein Rätsel. Was ist dort? Hier war doch auch irgendwo was. Ja, hier. Ja gut, das können wir, die Wüstenautobahn Finsterzeit gönnen wir uns beim nächsten Mal. Wir machen jetzt erstmal hier noch auf der linken Seite das Rätsel. Oder auch nicht, weil ich das Teil nicht bewegen kann. Und dann muss ich irgendwo was speziell machen. Ich glaube, da komme ich jetzt momentan noch gar nicht dran. Ich kann ja da unten gucken, was da ist. Okay, der macht hier Kunstwerke. Hier ist ein neuer Beschwörungstyp. Also das kann ich wahrscheinlich auch erst machen, sobald ich hier dem Finsterzeit-Tentakel oder die Finsterzeit an sich verschwinden ließ. Na gut, haben wir einen Plan fürs nächste Mal. Wüstenautobahn, Finsterzeit, dann noch hier Hand und Föhn und von dort aus können wir wahrscheinlich dann hier die Rätsel machen. Ja gut, Leute. Da wissen wir noch, was wir nächstes Mal tun. Ich habe ja gesagt, ich mache jetzt noch so ein, zwei Sachen offscreen, wie zum Beispiel die Kamex erschlagen oder die Raserei einsammeln. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.